Dominik hier, moin. Ich habe die exklusive Möglichkeit gehabt, vor Erscheinen der Seagate Iron Wolf Pro mit 14 Terabyte, diese bereits im Vorfeld zu testen. Und in diesem Video geht es erstens um die 14 Terabyte Iron Wolf Pro in einer uralten Diskstation. Was heißt uralt, aber in der DS213 Plus geht das. Und mein Leidensweg, sage ich jetzt mal, mit Seagate-Festplatten im Allgemeinen und wie eine Verpackung auszusehen hat von einem Händler, der diese übers Internet schickt. Anfang 2017 habe ich ja in meine Diskstation die 10 TB Iron Wolf eingebaut und jetzt gibt es die 14 TB Iron Wolf Pro. Ich bedanke mich bei Seagate für die exklusive Möglichkeit, mit ein paar anderen noch diese bereits vor dem Erscheinungsdatum ausführlich testen zu dürfen. Das war wirklich klasse. Schauen wir mal, was sie technisch zu bieten hat, die Iron Wolf 14 TB. Die ist wieder mit Helium gefüllt. Das kennen wir schon von allen Seagate-Festplatten ab 10 TB. Auf meiner Webseite habe ich auch die Bestätigung von Seagate, dass das tatsächlich so ist, denn nicht jeder Händler führt das in den Verkaufswebseiten, sage ich jetzt mal, auch richtig auf. Schön dabei ist, sie braucht im Ruhezustand, wenn nicht drauf zugegriffen wird, 5,3 Watt und wenn darauf zugegriffen wird, 7,9 Watt. Und mit den 7200 Umdrehungen, die sie hat, ist sie vom Geräusch her deutlich leiser als eine Western Digital Red Pro Festplatte. Und sie hört sich auch anders an und das empfinden an manche so ein bisschen als komisch, aber das ist völlig normal, wie sich diese Festplatte anhört. Für 24/7 ist sie ausgelegt und bis zu 24 also 24 Festplatten können in eine beispielsweise Rackstation eingebaut werden. Dann hätte man aber auch unheimlich viel Speicherplatz mit diesen 14 Terabyte, also bis zu 24 geht mit den Pro-Varianten. Wie gesagt, wir haben hier 1,2 Millionen Stunden Mean Time Between Failure, also 1,2 Millionen Stunden bis mittlere Betriebszeit, bis ein Fehler auftritt. Und wir haben eine Workflow-Rate von 300 Terabyte pro Jahr bei den Pro. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, egal wie viel Daten da übertragen werden, egal in Anführungsstrichen. 5 Jahre beschränkte Garantie, das ist klar, beschränkt müssen Sie immer alle sagen. Und sie hat RV-Sensoren ebenfalls mit drin. Ich habe das schon mal gesagt bei den 10 Terabyte. Wenn die da so nebeneinander sind, dann schaukelt sich das auch im RAID hier auf. Und das erkennt dann der RV-Sensor und ergreift in Anführungsstrichen Gegenmaßnahmen. Das Tolle ist, wenn ich sie in eine Synology NAS einbaue und auch andere Hersteller mittlerweile, gibt es das Iron Wolf Health Management. Das finde ich grandios, denn die Firmware auf diesen Festplatten überwacht 200 Werte, kann präventiv mit der Diskstation oder der Rackstation kommunizieren und sagen, hey, Moment mal, da stimmt irgendetwas nicht. Sag das mal dem User oder du musst dies und jenes machen. Beispielsweise stelle ich die Diskstation auf eine Unterlage, die nicht gerade ist und es zu Vibrationen führt. Dann weiß das die Diskstation dann, weil es die Festplatte, das Iron Wolf Health Management auch der Diskstation mitteilt. Darauf brauche ich jetzt mal nicht intensiver eingehen, das hatte ich schon gesagt, sehr intensiv in anderen Videos. Und ich habe auch den Data Rescue Service, auch da habe ich schon drüber gesprochen. 2 Jahre ist er erstmal mit dabei bei den Pro, das heißt im Falle eines Fehlers und eines eventuellen Datenverlustes kann ich diese einschicken und bis zu 90% Wahrscheinlichkeit gibt Seagate an, dass sie die Daten wieder retten können. Das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann durch einen Brand sein, das kann durch unverschuldete Beschädigung der Festplatte sein und so weiter. Das Genaue lest ihr bitte im Internet nach, das führt hier jetzt zu weit. Das sind also die neuen 14 Terabyte Festplatten auf dem Markt und damit die größten, was für NAS-Systeme verfügbar ist. Ich denke mal, die anderen Hersteller ziehen nach. Kommen wir zum nächsten Thema, was Festplatten betrifft. Einige hatten in den letzten Jahren gesagt, Amazon verschickt die Festplatten einfach so im Karton und grauenhaft. Deswegen hatte ich ja gesagt, Leute, ich prüfe, welcher Lieferant ordentlich liefert, hat mir da ein paar bestellt. Das war bei dem ultimativen Backup-Video für jeden. Und wie hat das auszusehen?
Ich habe übrigens den Lieferanten gefunden und auch verlinkt auf meiner Webseite. So sollte es aussehen, wenn Festplatten verschickt werden. In einer Spezialverpackung, aufrecht, ordentlich, auch hier angegeben, wie dieser Karton zu lagern ist, ob, oder zu transportieren ist, ob das jetzt jeder macht. Das sei jetzt mal so dahingestellt, jeder Auslieferer und auch das Transportunternehmen. Aber so sieht eine Verpackung aus und dann sind die Festplatten auch in Ordnung. Und ich hatte es im Support häufig, Screenshots gekriegt. Hey, die Iron Wolf ist kaputt, das ist aber doch eine nagelneue. Nein, die ist nicht kaputt. Erstens kann es nicht sein, dass so viele Fehler auftreten. Und wie ist sie denn angekommen? Nächster Punkt, wo ihr drauf achten solltet. Also, wenn Festplatten verschickt werden, bitte in ordentlicher Verpackung. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Es gibt auch andere Spezialverpackungen, aber achtet darauf, dass der Versender das auch so verschickt. Wie ihr wisst, habe ich die Iron Wolf nicht nur in meiner Diskstation, sondern auch die 10-Terabyte-Variante hier in der Thunderbolt 3 Station hier, nenne ich jetzt einfach mal, das ist ein RAID, das ist Thunderbolt 3, wo man drauf zugreift und das ist schnell genug, denn alle ab 10 Terabyte lesen und schreiben etwa mit 250 MB die Sekunde, die Iron Wolf, und darunter, mein Vater setzt sie zum Beispiel seit Jahren in seiner DS7 13 Plus ein, die 6 Terabyte Variante ist etwas langsamer mit 230 MB die Sekunde, aber trotzdem noch deutlich schneller als die Mitbewerber. Und da kommen wir einmal kurz zu meiner, in Anführungsstrichen, Leidensgeschichte mit Seagate, weil man mir ja gesagt hat, warum bist du jetzt von Western Digital zu Seagate gewechselt? Und das möchte ich euch ganz kurz erzählen für diejenigen, die es interessiert. Im Jahre 1996 war ich noch nicht mal 18 Jahre alt, war also noch Jugendlicher und habe einen Ferienjob gemacht. Mein Vater, sein 8088 IBM-PC zu Hause, der war nichts für mich. Mit MS-DOS 6.2.2 und Windows 3.1 war es nicht so toll. Es lief nur DOS-Shell drauf und da hat man im Jahre 96 auch nicht so seinen Spaß. Deshalb war ich im Ferienjob und habe geputzt. Das war ein sehr gut bezahlter Job und diese Putzfirma hat den kleinen Fehler gemacht, dass sie uns zu sehr beschäftigt hat, dass kein Ferienjob mehr war und wir das Ganze auf Lohnsteuerklasse laufen lassen mussten. Ende vom Lied war, ich hatte genug Geld, mir einen eigenen PC zu kaufen. Von meinem eigenen Geld, weil mein Vater hat es ja logischerweise nicht gemacht, musste er auch nicht, er hatte ja, was er wollte und warum soll er mir einen PC kaufen? Ja, da habe ich mir dann gekauft einen Cyrix P166 Plus, weil der schneller sein sollte als der Intel Pentium 166, der Pentium zudem zu teuer war für mich, und einen 17 Zoll Röhrenmonitor, sowohl als auch mit Festplatte und allem drum und dran, CD-ROM-Laufwerk und was man so alles braucht. Und da war eine Seagate-Festplatte drin. Diese Seagate-Festplatte hat sich mit Windows 95 nicht vertragen. Irgendwas hat sich da nicht vertragen, denn Windows ist immer wieder in den 16-Bit-Modus gewechselt. Da war dann so eine Fehlermeldung, das hat mich auch total angekotzt, muss ich ehrlich sagen. Nach einer Woche oder sowas. Windows arbeitet im 16-Bit-Modus, da die Treiber der IDE oder was auch immer das war. Auf jeden Fall war es die Festplatte, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Denn ich habe dann eine Western Digital eingebaut in meinen hart ersparten PC, nachdem ich ihn dreimal oder zweimal zum Händler zurückgebracht habe und der nur Windows 95 neu aufgespielt hat und das wieder nur eine Woche im 32-Bit-Modus lief. Und mit der Western Digital-Platte lief es. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war mit meinem jungen Alter damals sehr frustriert darüber und habe erstmal Seagate gemieden. Und zwar habe ich Seagate gemieden von 1996 bis 2016. Im Jahr 2016 habe ich mir eine mobile 4-Terabyte-Platte gekauft. Die brauchen wir für unseren anderen Kanal, damit wir unterwegs sichern können. Dann im Jahr 2017, ihr seht, sehr, sehr lange Zeit später, bin ich dann ausnahmsweise mal wieder zu Seagate gegangen und habe gesagt, okay, das Iron Wolf Health Management, sowohl als auch die Heliumfüllung, überzeugen mich und ich möchte es testen. Das nicht ganz ohne Angst, denn wie ihr gerade merkt, ich kann die Geschichte seinerzeit immer noch ganz gut erzählen. Das hängt immer noch fest. Ich gehe an den Computer, 16-Bit-Modus. Oh, nee, also hatte ich schon ein bisschen Sorge. Aber mein Vater, wie gesagt, betreibt die 6 Terabyte problemlos. In 24/7 wohlgemerkt.
Kameraüberwachung, er nutzt seine Diskstation ausführlich oder ausgiebig mit meiner Mutter zusammen. Und warum soll ich da nicht die Chance einmal nutzen und eine so innovative Festplatte, denn entschuldigt mal, Western Digital hat zwar Festplatten, aber Iron Wolf Health Management und so einen Spaß haben die nicht integriert und ich finde es einfach gut. Ich finde es gut, dass das überwacht wird, dass das an die Diskstation weitergegeben wird und ich präventiv vorbereitet werde auf Situationen, die eingetreten sind zu dem RV-Sensoren. In welchen sind von den Western Digital oder anderen sind RV-Sensoren drin? Lautstärke, Geschwindigkeit. Warum kommen auch die Pro mit den 7200 Umdrehungen nicht an die 250 MB die Sekunde ran? Ja klar, natürlich muss man das erstmal auslasten, aber mit einer 3018 XS, die ich bei mir daheim stehen habe und mit dem BUND mehrere Benutzer gleichzeitig, komme ich auf das. Dann reicht es schon, dass wir zu zweit drauf zugreifen gleichzeitig und übertragen große Datenmengen. Nicht umsonst habe ich da bereits über 20 Terabyte belegt auf meiner Diskstation und ich komme an den ganzen Spaß ran. Das heißt, ich möchte diese 250 MB die Sekunde haben. Und andere leisten es nicht, also warum soll ich es nicht versuchen? Und ich habe, seit ich das eingebaut habe, kein einziges Problem mit der Festplatte in meiner Diskstation gehabt. Mein Vater mit seinen 6 Terabyte hat auch kein Problem und diese nicht mit Helium gefüllt. Laufen aber schon mit 7200 Umdrehungen ab 6 Terabyte. Und auch hier in dem Thunderbolt RAID, wo ein- und ausgeschaltet wird, habe ich ebenfalls keine Probleme. Ich höre immer wieder von anderen, oh, sie geht schlechte Erfahrung und so weiter und so fort. Ja, ist ja schön und gut, wenn man entsprechend Festplatten verkauft und die im Einsatz sind, kann es immer zu Fehlern kommen, das ist ganz klar. Aber ich habe sie einfach nicht und das ist der Grund, warum ich genau diese Erfahrung an euch weitergebe. Wenn das Ganze Western Digital wäre und das war es am Anfang, das war es in den Jahren, dann hätte ich euch die empfohlen und habe ich euch empfohlen. Und ich werde von Seagate nicht bezahlt, dass ich dieses Video mache, das mal ganz am Rande erwähnt. Ich habe da Geld ausgegeben für. Und insofern war das jetzt meine Story sozusagen zu Seagate und wie es bei mir abgelaufen ist und auch die ganz ehrliche Meinung, dass eben nichts passiert ist. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur DS213+. Ich habe diese 214 Terabyte eingebaut in eine ältere Diskstation, die nicht kompatibel mit diesen Laufwerken sein soll. Das kommt auch von ganz vielen immer. Oh, bei Synology steht aber, dass die Diskstation nur bis so und so viel Terabyte kann. Ja, weil Synology einfach nicht schnell genug ist und die ganzen technischen Daten nachbessert. Meine Aussage war immer, die Diskstation ist mit jedem neuen, größeren Laufwerk kompatibel. Ich habe es ja geschrieben Anfang des Jahres oder auch letztes Jahr. Wenn 12 Terabyte kommen, war es letztes Jahr bei der 218, 718, 918+, dann sind die damit kompatibel. Die kamen, sie waren kompatibel. Wenn die 14 Terabyte rauskommen, die heute rausgekommen sind, dann sind die Diskstations damit kompatibel und, wie ihr hier seht, eingebaut, eingeschaltet, aufgesetzt, von alleine ein Volume mit 14 Terabyte erstellt. Bedeutet, im Spiegel habe ich jetzt 14 Terabyte in einer alten Diskstation und kann diese Masse an Speicherplatz nutzen. Das war es erstmal zu den neuen Seagate Iron Wolf Pro 14 Terabyte, wo ihr die bekommt, wie immer auf meiner Webseite in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch bei euch für die Nutzung meiner Affiliate-Links und der passiven Unterstützung dadurch, die euch nicht mehr kostet und dann die Videos wie diese hier ermöglicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.